Kollegen verpfeifen oder Kampf riskieren? Kampf riskieren! Du kannst mich mal. Ich werde dich lehren, anständige Leute zu beklauen. Aufhören! Sofort! Ey, warum werde ich denn jetzt mit angegriffen? Hallo? Der hat mich angegriffen. Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Steck deine Waffe weg, du blöder Waffenknecht. Hallo, beruhig dich. Junge. Junge, Junge. Ey, der kriegt sich doch jetzt nicht mehr ein, oder was? Alle Leute hier sind... Alarm! Hä? Alarm? Ich hab was anderes gehört. Junge! Du bist ja wie von einer Biene gestochen. Ich glaube, wir müssen neu laden, weil der blöde Sack... Ist doch albern. Guck mal, alle stehen sie hier ganz ruhig und du, Dussel. Ey, ich hau dich gleich um, ne? Na komm her. So. Und dich machen wir auch gleich nieder. Das ist mir doch allzu bunt hier. Na gut, doch nicht. Ach nee. Dann müssen wir jetzt nochmal laden und den Geldbeutel sammeln. Hätte ich doch bloß vorher abgespeichert. Ach, Gossek, also manchmal... Bist du auch ein wenig doof? Warte mal. Der Sumpfdach, ach Mensch, der Sumpfdach ist doch Warte tot, mal. Wollten wir doch sagen hier. Komm. Ja. Wir können daraus Warte Profit mal. Schlagen, wissen wir mittlerweile auch alles. So. Also dann wieder teleportieren und bloß abspeichern. Bloß immer abspeichern, Bernhard. Wenn du nicht abspeicherst, bist du selber schuld. Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass ein Spiel, welches mittlerweile, ich glaube, 10 Jahre auf dem Buckel hat, dass das, und ich glaube auch 8 Patches oder so, dass das fehlerfrei läuft. Ja, ist ja bescheuert. Du kennst doch, die modernen Spielehersteller, die wissen doch selber, ja, die können doch selber nichts hier backen und wie soll denn hier jemand Gutes, wie die Piranhas von damals, das hinkriegen, ne? So ein Quatsch. So, wir holen jetzt den Geldbeutel und sprechen erstmal den Jan darauf. Oder wir speichern einfach mal ab. Ey, vor allem, wir hatten nur halbe Energie und haben den einfach umgezimmert. So, das machen wir einfach nochmal. Wir zimmern den nochmal um, hoffentlich bringen wir ihn nicht um. Und speichern einfach vorher ab. Manche Bugs, du blöder Waffenknecht, ey, wirklich, manche Bugs sind in Gothic echt... Kannst du gegen die Tonne treten, ne? Manche Bugs sind einfach scheiße. So, also wir sprechen jetzt hier nochmal an, so, welches Pack und, man dich bestohlen, das wissen wir ja alles schon. Was fehlt dir denn? Und wir kriegen tolle Erfahrungspunkte dafür. Wir wollen eine Belohnung, die 50 Goldmünzen, die lassen wir einfach und wir wissen es nicht. Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Alter, du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Ich werde dich. Okay, Waffenknecht, siehst du das? Siehst du das, Waffenknecht? Ich meine, siehst du das? Er greift mich an. Okay, ist das klar soweit? Gut. Wir ziehen unsere Waffe. Steck die Waffe weg. Ey, das kann nicht sein. Jetzt greift er mich wieder an, ich glaub's ja nicht. So. Scheiße, umgebracht, oder was? Alter, ich habe ihn einfach umgebracht und keiner hat irgendwie ein Problem damit? Ist so ein Paladin zwei Hände eigentlich gut? Nee, ziemlich doof. Okay, ich würde mal sagen, er will den Geld, aber ich möchte die Erfahrungspunkte ehrlich gesagt haben. Dann lösen wir das mal anders, dann haben wir mal einen Drachenjäger in Verdacht. So, ein langes Gesicht und welches Pack und hat man dich bestohlen? Und vor allem, was fehlt dir denn so? So, und wir haben es gefunden. Da 400 Erfahrungspunkte. Und er lag drüben bei der Schmiede. Sagen wir es einfach so, es ist ja wahr. Er lag ja bei der Schmiede. Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Ja, ich habe einen Drachenjäger in Verdacht. Ich habe einen der Drachenjäger in Verdacht. Hab ich doch gewusst. Euch hätte man gar nicht in die Burg lassen dürfen. Alter, was, wie, was, wo, was, nee, nee, Alter. Jan, mach ihn fertig. Alter. Jan. Was geht denn hier eigentlich ab, ey? Wir behalten den Beutel gleich. Dieser Kirolot ist ja komplett durchgeknallt, der Spinner. Mach ihn fertig. Nein. Ey, das ist irgendwie gefällt mir das nicht, wie sich das hier entwickelt. Ich find's albern. So, wir machen's jetzt, wir laden jetzt nochmal und wir behalten den Beutel einfach. So gefällt mir das nicht. Ich finde, der Jan, der hat nichts gemacht, der hat seinen Beutel da einfach vergessen, der Paladin. Ist bescheuert.
Will ich jetzt nicht. Habe jetzt keinen Bock drauf. So. Wir sagen mal, dass ein Drache tot ist. Und, ja, werden dann wahrscheinlich gleich dem nächsten an die Gurgel gehen. Zumindest ist das der grobe Plan. Wir können ja einfach mal für den Effekt das Auge Innos neu anlegen. So, da seht ihr, was abgeht, wenn man das Auge Innos anlegt. Da leuchtet man ganz rot überall. Garond, wegen der Drachen. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Schleimig wird's nicht mehr. Ich habe den Drachen im Sumpf östlich von hier getötet. Das sind gute Neuigkeiten. Na aber. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Oryk kann dir mehr dazu sagen. Ich will auch einen strategischen Offizier haben. Manu. Für die feindlichen Übernahmen, ne? Von YouTube-Channel und so. Was ist deine Aufgabe, Oryk? Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir. Bestimmt. Wir haben eine Nachricht für dich. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Mach das, klingt gut. Wir sind schon wieder zurück. Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen, nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Ja, wir brauchen Information über die Drache. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Einen von ihnen habe ich schon getötet. Kannst du mir sagen, wo ich die anderen finde? Es gibt da eine Felsenfestung im Süden, noch weit hinter dem Vulkan. Unsere Späher haben berichtet, dass die Festung schwer bewacht ist. Vielleicht verbirgt sich dort einer von ihnen. Können wir helfen? Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Was genau meinst du damit? Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Du willst uns doch helfen, oder nicht? Na also. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Ja, haben wir Hoshpak nicht schon getötet? Ich glaube, wir haben ihn schon getötet. Ich hatte einen Kumpel, der hieß Hoshpak. Das war sein Nick. Also er hieß natürlich nicht echt Hoshpak, aber es war sein Nickname. Wir brauchen Ausrüstung, Digga. Ich brauche noch Ausrüstung. Wir haben nicht mehr viel, was wir dir geben könnten. Also, ich kann dir Folgendes anbieten. Nicht mehr viel, Alter. Ein Elixier der Stärke, aber sowas von. Ich nehme das Elixier der Stärke. Hier, es wird sicherlich von Nutzen sein. Na aber. Viel Glück. Ja, danke schön. Dafür hat sich das doch hier lohnt. Und jetzt, wir werden keinen feigen Mord begehen. Nee, wir werden Hoshpak töten. Warum auch immer. Wir sind Drachenjäger. Das ist unser Job einfach, ne? Das machen wir gerne so. Einfach mal so Leuten den Kopf abschlagen. Gut. Ich werde Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Jo, Hoshpak ist tot, ne? Hoshpak ist tot. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Na, Mann, das hat sich ja richtig gelohnt, da jemanden umzubringen für eine Woche. Donnerlittchen. So, wir haben ein Elixier der Stärke bekommen. Ihr wisst, was das bedeutet.
Genau, wir trinken es nicht. Aber es ist natürlich schön, so ein Ding in der Tasche zu haben, denn es ist sehr wertvoll und rar in Gothic durchaus. Ja, also ein Elixier der Stärke. Das ist eine starke Sache, ne? Um mal so ein kleines Wortspiel zwischendurch zu streuen, weil so ein Wortspiel, das ist auch mal was Nettes, ne? So ein Wortspiel, das nennt man ein Wortspiel, wenn man mit dem Wort spielt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, das Wort hin und her zu rufen oder hin und her zu werfen. Es ist einfach nur, wollen wir eigentlich... Guck mal, die Kamera ist unter so einem... Sieht irre aus irgendwie, komisch. Wollen wir eigentlich hier runterfallen? Nee, wollen wir nicht. Oh Gott, das wäre ja beinahe schief gegangen. Hopp. Wollen wir Armbrust lernen, ist die Frage. 31 haben wir. Besser wir machen ein bisschen Stärke, ne? Bin ich so der Meinung. Damit wir nämlich möglichst schnell die Stärke Elixier, obwohl wir jetzt langsam eigentlich fast, wir könnten es uns schon leisten. Ein bisschen Geschick. Einfach für einen besseren Armbrustschaden. Wer kann uns denn hier eigentlich trainieren, frage ich mich gerade. Der trainiert uns, kann der uns auch Geschick beibringen? Wir wollen von dir lernen. Ich will von dir lernen. Okay, schieß los. Nee, nur Armbrust. Weil es könnte sich ja durchaus lohnen, jetzt mal so ein bisschen zu investieren in die Geschicklichkeit. Das würde ich nämlich sehr gerne aus mehreren Gründen machen. Am Ende möchte ich nämlich... Also erstmal kann man besser klauen. Da geht's erstmal los. Und zweitens kann man... Entschuldigung, musste gerade aufstoßen. Zweitens kann man damit auch andere Sachen toll machen. So, kannst du uns was beibringen, Feros? Der Eisenbehaftete? Nee. Kann uns vielleicht der da was beibringen? Der sieht aus, als würde er die ganze Zeit trainieren. Gegen wen wirst du kämpfen? Haben die Paladine nichts dagegen? Da, bla, bla. Dann müssen wir doch jemand anderen erstmal finden. Heben wir uns die Lernpunkte erstmal auf. Sie gehen ja nicht verloren, ne? Lernpunkte haben ja kein Haltbarkeitsdatum. Insofern können wir da auch ein bisschen warten und ein wenig Zeit investieren. So. Warum geht es jetzt hier nicht weiter? Ah. Oh. Sehr gut. Jetzt geht's weiter. Und hier können wir jetzt auch erstmal ein paar Orks ermorden. Immerhin haben wir ja hier die Ramme als Schutzwall. Sind nochmal einige Orks mehr geworden, ne? So, hier kommen die nicht lang. Genau. Hier kann ich sie nämlich einfach so töten. Die trauen sich nämlich nicht näher ran. Weiß der Geier warum. Wir sollten nicht zu weit raus. Und der da hinten, kriegen wir den? Oh oh. Ah. So, jetzt schön hier links, rechts, geradeaus. Den Ork-Krieger einmal kaputt, bitte. Genau. Der ist aber auch glatt reingerannt in die Ramme. Blöd, Mann. So, der nächste. Und schon wieder 1000 Erfahrungspunkte. Seht ihr, ist das nicht fein? Das lohnt sich doch. Komm her, komm her. Aber ist das, wir werden dich im offenen Kampf besiegen. Einfach was können. Weil wir nämlich magische Unterstützung haben vom Gott des Bösen, Belial selbst. Der dafür sorgt, dass auch du ein schnelles Ende bekommst. So, schwere Ork-Axt hat dir nicht viel geholfen. Hat hier jemand von euch vielleicht ein wenig Gold? Na gut, warum nicht? Hat jemand vielleicht ein... Nee, leider nicht. Ich hätte gedacht, ein Heiltrank oder so wäre nett gewesen. Aber man wird halt nicht immer belohnt mit sowas. Ach, und die Blutkelch-Quests... Müssen wir ja auch noch machen, fällt mir dabei ein. Darf man nicht vergessen, vergisst man ja schnell mal so solche Quests wie die Blutkelche oder so. Was ist da hinten eigentlich? Ich weiß es natürlich, aber da wollen wir auch hin. Gut, machen wir auch gleich. Ein paar nehmen wir hier noch mit. Wegen der Ramme, wie gesagt. Diesen Orkhund könnten wir mal besiegen. Hallo, Orkhund. Hallo, Orkhund. Orkunde. Ich hoffe, der wird auch aufgehalten von der Ramme. Obwohl, der scheint sich da nicht viel draus zu machen. Aber Wargfälle sind natürlich wertvoll. Und war gar kein Orkhund. War ein Orkwarg. Orkwarg. So. Also, dann jetzt hier gucken, ob noch irgendeiner vielleicht so auf die Schnelle nochmal kurz Bock hat auf eine schnelle Nummer. Ja, die alle haben Bock auf eine schnelle Nummer.
links und rechts und geradeaus. Na, gar nicht. Sind ja gar nicht wenig, die hier. Na. Was ist denn jetzt los hier? Ihr müsst doch eigentlich alle, genau. Sehr gut. Ja, man könnte sagen, es ist ein... Aber wisst ihr, warum nicht? Ne? Ich meine, ich cheate ja nicht. Die Orks haben einfach unheimlich viel Angst vor der Ramme. Und mein Vorteil, mein evolutiver Vorteil ist halt, dass ich weiß, dass eine Ramme nicht gefährlich ist. Ja? Und deshalb ist das, finde ich, kein Bug oder so. Ja? Also so ein Ork, der schisst einfach vor so einer Ramme. Ich meine, so eine Ramme ist ja auch echt... Die ist ja auch gefährlich, ne? Gerade für so einen Ork. So, der Warg, der... So, jetzt mal schnell hier durcheinander. So, sehr schön. Der Warg oder das Warg, frage ich mich gerade. Boah, sind das Erfahrungspunkte. Da kann man echt nicht meckern. Was ist mit dem hier eigentlich los? So. Komm, und dich jetzt wieder hier im offenen Kampf. Wir wollen ja nicht so sein, ne? So. Kaputt. Sehr schön. Und auch ein bisschen Gold dabei. Feine Sache. Und hier liegen die ganzen Ork-Kadaver. Aber ich glaube, das ist ein Trick. Den hat jeder genommen. Den habt ihr mir auch mehrmals geschrieben mit der Ramme. Ich kannte den natürlich. Am Anfang wollte ich den nicht anwenden. Weil dann kann man ja am Anfang des Spiels diesen Gedanken der Bedrohung quasi sehr schnell verlieren. Und wollte das eigentlich storytechnisch nicht kaputt machen. Jetzt finde ich es ehrlich gesagt ziemlich lustig, einfach mal ein paar Erfahrungspunkte abzusahnen. Gerade weil man ja auch jetzt einfach versucht, immer stärker und 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 stärker zu werden. Ja, und deshalb denke ich, kann man das zu einem Zeitpunkt wie diesem durchaus mal machen.